Moin Leute und willkommen mal wieder zum neuen Video auf dem Kanal. Ja, lang ist her. Ich habe es wirklich nicht geschafft in der letzten Zeit oder in den letzten Monaten, kann man schon eher sagen. Heute sind wir auch mal wieder am Start. Wir bauen heute Top-Scheinwerfer an unserem Schlepper um und zwar auf LED. Die ganze restliche Maschine habe ich schon umgebaut. Es ist schon ein bisschen länger her, dass ich das gemacht habe, aber die ist fertig. Die Top-Scheinwerfer ist das Einzige, was jetzt noch fehlt und das machen wir heute mal. Als nächstes habe ich noch so ein paar andere Umbaumaßnahmen an der Maschine hier, was ich noch gerne machen würde. Da nehme ich euch auch mit und ich würde sagen, es gibt auch noch mal nächste oder übernächste Woche vielleicht ein Update-Video zu der Landwirtschaft an sich, was da noch so passiert ist dieses Jahr, da ich es wie gesagt überhaupt nicht geschafft habe, im Farmblock hinterherzukommen. Es war einfach so viel Arbeit und ja, von dem her. Ich sage, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen hoch da und ich würde sagen, bis gleich. Ciao, ciao. So, da haben wir die schönen Lämpchen. Von Agrar-LED sind die. Und das ist halt die Marke, so sieht das nicht aus. Packen wir den ganzen Kram mal aus. Sehr schön eingepackt. Im Übrigen ignoriert einfach mal meine unaufgeräumte Werkbank. Ist jetzt mal so. Das ist das gute Stück. Fühlt sich extrem schwer und hochwertig an. Also das ist wirklich sehr, sehr gut verarbeitet. Da kann man nicht meckern. Hier unten der Fuß ist zum Einstellen später, um ein bisschen Neigung und damit auch die Leuchtweite einzustellen. Ansonsten vier Kabel, Masse, dann einmal Abblendlicht, Fernlicht und Standlicht haben diese auch noch. Brauchen wir bei uns aber nicht, weil wir haben ja unsere anderen Standlichtleuchten. Kann ich mir mal kurz zeigen. Sonst ist das ein bisschen doppelt gemoppelt. Wir haben ja letztendlich schon diese als Standlicht, deswegen sind die anderen quasi über. Ne? Aber für die anderen oder für Leute, die halt da kein Standlicht haben, könnte man das auch noch anklemmen. Wie gesagt, ansonsten Gehäuse aus, weiß ich auch nicht, ich schätze Aluminium oder so, ist auf jeden Fall sehr, sehr schwer, sehr, sehr wertig verarbeitet. So, dann wollen wir mal den Stecker ändern. Das ist eigentlich ja relativ schnell und einfach gemacht. Soweit die Kontakte hier schon mal, habt eine Automatikzange dafür. Wir brauchen eigentlich nur schwarz, rot, braun. Wie gesagt, blau, wie eben schon mal gesagt, ist quasi fürs Standlicht. Das haben wir in unserem Fall jetzt ja nicht, deswegen können wir das auch weglassen. Also verkrimpen wir das mal gerade eben. So, so sieht das Ganze dann aus. Alle drei fertig. Dann können wir schon mal die alten hier auspinnen. Dazu eigentlich einfach nur die Nase einmal reindrücken und rausziehen. Dann können wir unser neues Kabel einpinnen. Schwarz ist auf jeden Fall oben für Masse. Die anderen beiden müssen wir gleich einmal ausprobieren wahrscheinlich. Oh, ich glaube, gelb war Fernlicht. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ansonsten müssen wir es gleich noch einmal umpinnen, wenn es nicht passen sollte. Es wird bestimmt nicht passen, bei meinem Glück. Aber das Umpinnen ist ja auch schnell gemacht. Na, so. Schön, das ist die ganze Geschichte. Okay, wirklich kinderleicht. Jetzt haben wir noch das Problem bei dieser Lampe, dass ich ziehe mal kurz zu hoch, dass das Kabel hier nicht reinpasst vom Durchmesser her. Sprich, ich muss das jetzt mal günstig einmal auffeilen und ich würde sagen, wir sehen uns ja, wenn ich das fertig habe, gleich wieder. Please just take me home to a castle in the sky.
So, wir haben es geschafft. Die Scheinwerfer sind alle dran. Hier seht ihr das Ganze nochmal. Ja, das ging eigentlich ziemlich gut. Diese Seite ging sowieso besser, dadurch, dass hier halt der Frontlader sitzt und die Beleuchtung dadurch durch die Verlängerung hier weiter rausgezogen wird. Hat man hier natürlich viel mehr Platz für die Kabel, habt ihr ja eben auch gesehen. Dementsprechend ging das besser. Hier konnte ich auch den alten Stecker sitzen lassen, weil halt genug Platz in dieser Ecke noch war, dass ich das unterkriegen konnte. Auf der anderen Seite, habt ihr es ja eben auch gesehen, musste ich leider nochmal ein Stück Kabel ansetzen und einen anderen Stecker ranmachen. Ging nicht anders, weil halt platztechnisch da sehr wenig ist. Ich wollte auch schon mal alles auf einen Kombistecker umändern, weil ich habe den Rest ja auch schon mal angebaut. Da sitzen halt noch die Steuergeräte für den Blinker drin etc. Und deswegen ist es da so eng. Ja. Aber mal gucken, ob ich das auch irgendwann mal mache. Aber erstmal funktioniert es jetzt ja soweit. Da kommt gleich noch wieder ein bisschen Isolierband rum. Ist nicht die schönste Lösung, aber sonst ist halt dieses blöde Loch hier drin. Und diese Kappe, die ist leider nicht allzu hochwertig. Sprich, die ist schon neu, fällt aber trotzdem immer mal wieder gerne sonst ab. Deswegen wird das hier in der Mitte nachher wieder noch einmal mit Isolierband fixiert. Und dann eigentlich fällt das auch nicht großartig auf. Habt ihr ja am Anfang gesehen, als ich es drauf weggemacht habe. Ne? Ansonsten kann ich noch mal ein bisschen Zündung anmachen und die Scheinwerfer an. Ich habe sie jetzt noch nicht ganz fertig eingestellt, aber ihr seht das mal schon mal vorne an meinem Tor. So sieht es halt mit Abblendlicht aus, so ist das Fernlicht. Vielleicht müssen sie noch ein ganz bisschen tiefer, muss ich mal gucken. Ich muss vorher die Scheinwerfer auch noch mal neu einstellen, weil die wir neulich mal rausgebrochen waren. Da hat sich das Eisen, was sie hält, verabschiedet. Sprich, die sind jetzt auch zwar drin, aber sind noch nicht wieder fertig eingestellt. Also einmal auf den Lichtprüfstand, dann werden die richtig eingestellt und dann ist das auch alles gut. Das wird jetzt alles beim TÜV mitgemacht. Aber so sieht das Ganze erstmal aus. So im Übrigen Abblendlicht, Fernlicht leuchten dann die unteren beiden noch. So, seht ihr das? Ne? Ja, eigentlich coole Sache. Die Dinger ließen sich echt gut einbauen. Gut, Agrar-LED ist auch sicherlich nicht der billigste Anbieter, allerdings muss man schon sagen, von der Qualität her wohl der beste mit, würde ich so behaupten, ohne jetzt hier Werbung zu machen. Dem her, schöne Sache eigentlich, ja. Ich würde sagen, das war's aber mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns dann demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao.